Hallo, herzlich willkommen zu unserem erstmal vorab letzten Fitnesstraining. Thema wird heute mit Gewichten viel sein. Unser Popo wird heute beansprucht werden und unsere Arme. Ich möchte von euch, dass ihr euch entweder jetzt Gewichte holt oder Flaschen mit Wasser füllt oder Sand, wie auch immer, dass ihr ein paar Gewichte in der Hand habt. So. Wenn ihr das erledigt habt, stellt ihr die Flaschen bitte im Abstand von 3 Schritten hin. Also 3 Schritte sollten es ungefähr sein. Genau, und dann starten wir mit unserer Erwärmung. Und zwar, wir laufen vorwärts zur ersten Flasche, gehen in die Kniebeuge, laufen rückwärts zur anderen Flasche und gehen wieder runter in die Kniebeuge. Genau. Darf auch schneller sein. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Ihr stellt die Flaschen etwas näher ran, also jetzt nur noch 2 Schritte voneinander entfernt. Und wir laufen in einer 8 durch die Flaschen mit Seitstellschritt. Genau, so wie es die Jule macht. Hüfte bleibt immer frontal, nicht ausdrehen. Richtungswechsel. Gut, stopp. Die nächste Übung wird die sein, dass wir im Seitstellschritt auch wieder in die Kniebeuge zur Flasche runtergehen. Wenn es geht, mit nur einem Schritt, dass wir dann die Flasche schon erreichen. Also, wo der Abstand zu weit ist, bitte etwas näher die Flaschen stellen. So, die Flaschen kommen noch näher zusammen, weil wir springen jetzt über die Flaschen. Schräg nach vorn über die erste, schräg nach vorn über die zweite und rückwärts wieder zurück. Gleich geschafft. Und noch einmal vor, noch einmal zurück. Sehr gut. So, jetzt probieren wir so eine Art Schlendersprung mit beiden Beinen auch wieder durch die Flaschen durch. Jule zeigt es mal. Genau. Und hinter die letzte und genau so wieder zurück. Und ein bisschen schneller. Hep, hep.
Noch einmal. Okay. So, die letzte Übung ist genauso wie der Schlenderschritt, nur jetzt gekreuzt. Jetzt kommt das andere Bein zuerst nach vorn. Gut, und jetzt nochmal, ihr habt euch ja jetzt ausgeruht, rennt ihr bitte greise um die Flaschen, aber frontal die Hüfte immer zu mir zeigend. Also vorwärts laufen, nee, im Kreis, keine Acht. Vorwärts laufen, seitwärts, rückwärts, seitwärts, genau. Und jetzt mal Gas geben, los. Schneller. Schneller werden. Noch schneller. Und Richtungswechsel. Richtungswechsel. Augen auf. Richtungswechsel. 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 Und stopp. Gut, das war's zur Erwärmung. Wir steigen jetzt gleich mit Po ein. Da braucht ihr die Flaschen erstmal nicht. Die kommen später wieder zum Einsatz. So, wer einen Schluck trinken muss, geht bitte was trinken. Die Geli macht mit uns dann Po. Ihr dürft dann schon immer in die Bankposition gehen. Stützt euch auf die Hände oder auch auf die Unterarme, je nachdem, wie angenehm das euch ist. So, und dann starten wir mit eurem Lieblingsbein. Knie geht Richtung Brust im angewinkelten Zustand und nach oben hinten weg. Aber an nicht durchstrecken das Bein, sondern wirklich im Winkel lassen. Genau. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knie oben halten und ganz kurze Bewegungen, ganz kleine. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bein oben halten, den Unterschenkel strecken und wieder anwinkeln.
noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, das Bein bleibt in der Verlängerung und geht einmal über das angewinkelt aufgestellte mit Tipp nach unten und zur anderen Seite Tipp. Genau. Im schönen Bogen immer über die Ferse gehen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das Bein bleibt in der Luft. Wir machen Kreise mit dem ganzen Bein. Wir wechseln die Richtung. Gut, wir führen das Knie seitlich ran zum Körper und strecken sie wieder weg nach hinten. Nee, das ist der Hund. Nach hinten wegstrecken und seitlich ranführen. Seitlich ran. Genau, seitlich an den Körper und wieder nach hinten wegschieben. Jetzt bleibt das Bein seitlich, jetzt öffnen, schließen. Genau. Noch 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geöffnet halten und den Unterschenkel jetzt strecken. Schön das Knie oben halten und den Unterschenkel jetzt richtig schön strecken. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, wir setzen uns auf die Fersen nach hinten, dürft euren Popo ausklopfen, wer was gespürt hat. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Okay, wir starten wieder. Angewinkelt zur Brust, angewinkelt nach oben. Schön das Bein angewinkelt lassen, genau. Noch 10,
neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, oben bleiben und ganz kurze Bewegungen hier. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie oben halten, Unterschenkel strecken und wieder anwinkeln. Okay, Tipp rechts, Tipp links, über die Ferse, im großen Bogen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir kreisen. Das ganze Bein kreist. Richtungswechsel. Gut, wir führen das Bein seitlich ran und strecken es wieder weg. Seitlich ran und weg, genau. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Öffnen, schließen. Und wir halten das Bein geöffnet, den Unterschenkel jetzt strecken. Und jetzt wirklich die allerletzten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geschafft. Auf die Fersen setzen, Popo ausklopfen. Super. So, jetzt kommen wir wieder zu unseren Flaschen bzw. zu euren Gewichten. Jetzt machen wir ein paar Übungen damit.
So, ich hoffe, ihr habt alle eure Gewichte, eure Flaschen geholt. Wir starten mit der Kniebeuge mit euch. Genau, die Arme schön gestreckt vor euch halten. Wir halten erstmal die Kniebeuge. Wenn es geht, die Knie nicht über die Zehen zeigen lassen. Genau, Popo weiter nach hinten schieben. Und jetzt paddeln wir mit den Armen. Kniebeuge, ich hoffe, eure Knie sind alle schulterbreit auseinander. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurz locker lassen. Wir öffnen die Beine noch ein Stückchen weiter, gehen wieder runter in die Kniebeuge. Also jetzt weiter wie schulterbreit bitte die Beine öffnen. Und die Flaschen bewegen wir in Butterfly. Ja, so haben wir's. Genau. Dürft die Zehen auch leicht nach außen schauen lassen. Oberkörper so aufrecht, wie es geht. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wieder alles lockern. Unsere nächste Übung. Wir gehen in eine Standwaage. Ein Arm ist vor uns, der andere klebt am Oberschenkel. So, und jetzt wechseln wir die Arme. Versuchen trotzdem, die Standwaage zu halten, ohne umzukippen. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Beinwechsel. Andere Seite. Und gleiche Aufgabe mit den Armen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab. Bei der nächsten Übung gehen wir in einen Ausfallschritt nach vorn. Weiter Ausfallschritt. Mit den Beinen machen wir eigentlich nichts weiter als jetzt hoch und runter gehen, wie ein Fahrstuhl. So, dass die Arme jetzt auch noch was zu tun haben, gehen die in die Bizep-Bewegung rein. Noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beinwechsel.
Und das Ganze jetzt mit der Trizep-Bewegung, das heißt die Arme weit nach hinten nehmen und genau das gleiche wieder hoch und tief wie ein Fahrstuhl gehen, nur dass wir jetzt nicht Bizep machen, sondern Trizep. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Ihr geht bitte in die Liegestützposition, positioniert die Flaschen direkt unter euch, Brusthöhe. So, ihr nehmt eine Flasche auf mit einer Hand, führt die hoch zur Decke, dürft den Oberkörper sogar mitdrehen und setzt die Flasche wieder ab und nehmt die andere Flasche auf. Immer schön auch den Kopf in die Richtung mitnehmen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, kurz die Hände ausschütteln. Ihr geht bitte in die Sit-Up-Position, Beine sind in der Luft, die Flaschen sind auf eurer Brust. Schön festhalten, jetzt kommt ihr nach oben mit euren Oberkörper, ohne dass die Beine absetzen. Dreht euch einmal nach rechts, einmal nach links und geht wieder runter zurück. Wieder hoch, rechts, links, runter. Schön ausdrehen mit dem Oberkörper. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kurz ablegen. Nächste Aufgabe. Ihr nehmt die Flaschen wieder in die Hand. Beine sind gestreckt in der Luft und die Beine scheren. Und in der Schere berühren sich immer kurz die Flaschen. Scheren. Arme schön gestreckt lassen, nicht anwinkeln. Und die Beine sind auch gestreckt. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab. Wir drehen uns auf den Bauch. Hampelmann am Boden mit Gewichten. Und los geht's. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir paddeln. Paddeln.
Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab. Wir machen noch eine Bauchübung, auf dem Rücken drehen. Halbe Klappmesser. Arme kommen einfach mit den Flaschen mit den Gewichten. Halbe Klappmesser heißt, die Beine dürfen angewinkelt sein. Ansonsten ist es wie ein Klappmesser. Hep. Und wieder ablegen. Genau. Darfst die Arme ruhig über Kopf strecken. Jetzt über Kopf. Genau. Und jetzt wieder ranführen. Ja. Yeah. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab. Wir gehen in den seitlichen Unterarmstütz. Popo hoch. Und wir nehmen eine Flasche zur Decke und wieder runter. Gestreckter Zustand. Ja. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Seitenwechsel. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. So, ihr habt's geschafft. Die Geli schwitzt ein bisschen, ich hoffe, ihr auch. Das war, wie gesagt, vorab erstmal das letzte Training. Vielleicht machen wir ja noch ein Weihnachtstraining, das werden wir aber sehen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir werden uns bald wiedersehen. Tschüss!